tam napravdu kutri, v prekrásnom údolí, leží mesto, malé, moje rodné, okolovenie z hôr, vynie sa až tam, hor, kde nám tak zvysoká, pozerá hor. Es liegt ein Städtchen klein, dort unter Nasenstein, wo ich verbrachte einst die Jugend mein. Dort unter Bergeshöhen, wo Täler wunderschön, wo stolz am Waldesrand die Fichten stehen. Ja, dieses Städtchen klein liegt in der Heimat mein, wo mitten durch das Tal die Neutra fließt, so klar. Ctené dámy, vážení páni, vzácni hostia. Som rád, že vás môžem pozdraviť na stretnutí rodákov v obci Nitrianske Pravy. Dovolte mi, aby som medzi nami privítal za rodákov pána farára Johana Kočnera. Pani Máriu Páleš. A na domácej pôde vítam aj pána starostu obecného úradu a pána farára Pavla Michaloviča. Toto stretnutie sme usporiadali, aby sme dôstojne oslávili 80. výročie našej kalvárie. A ako prvý nás na pôde obce pozdraví starosta obce Nitrianske Pravno, inžinier Jozef Balčira, ktorého prosím o slovo. Vážené dámy, vážení páni, vzácni naši hostia, milí priatelia, úprimne vás vítam na pôde našej obce. A tá nás dnešná slávnosť, ale aj všetky tri dni spoločne strávené tu v Nitrianskom Pravne, prinútia na chvíľu sa vrátiť v spomienkach do minulosti, pripomenúť si svoje detstvo, školské časy, lásky z mladosti a chvíle prežité v rodnom kraji. Veď čo môže byť krajšie, ako keď sa stretnú rodáci? Ich hoffe, der heutige Festakt, wie auch die nächsten drei Tage, die Sie in der Heimatgemeinde verbringen werden, die bringen uns dazu, sich zurückzublicken und sich zu erinnern an die Kindheit, Schulzeiten, an die Jugendleben und die Zeiten, die sie in dem Heimatgebiet verbracht hatten. Was kann dann schöner sein, als die Landsleute zu treffen? Človeku nie je nič tak blízke, ako priateľsky podaná ruka a úprimné slovo. Keď sa stretnú dobrí priatelia, majú si vždy čo povedať, pospomínať a dozvedieť sa o sebe niečo nové o svojom rodisku. Dem einem Menschen ist nichts Näheres, als die Freunde zu treffen, die freundlich eingereichte Hand zu nehmen und ein aufrichtiges Wort zu hören. Wenn sich gute Freunde treffen, sie haben immer über etwas zu sprechen, sie können viele Erinnerungen zusammenfinden, aber auch die Neuigkeiten voneinander hören und vielleicht auch die Neuigkeiten von ihrem Geburtsort. Hoci pobyt všetkých vás v našej obci bude veľmi krátky na spoznanie celej obce a jej okolia, verím, že u tých, ktorí sú tu poprvýkrát, zostane spomienka aspoň na miesta, ktoré budete mať možnosť vidieť či navštíviť. Obwohl der Aufenthalt jetzt in Deutschkron sehr kurz sein wird, um die Gemeinde so richtig kennenzulernen oder die Umgebung zu besichtigen, ich hoffe für diejenigen von Ihnen, die hier zum ersten Mal dabei sind, werden schöne Erinnerungen
hostia. Som veľmi rád, že naša obec môže opäť byť hostiteľom tohto ročného stretnutia rodákov. Verím, že vám na Nitrianske Bravno zostanú pekné spomienky a radi sa sem hocikedy pri návšteve Slovenska vrátite. Geehrte Gäste, ich bin besonders stolz darauf, dass unsere Gemeinde das diesjährige Heimattreffen willkommen heißen kann und darf. Ich hoffe, Sie werden sich immer im Guten an unsere Gemeinde am Deutschen Brauen erinnern und immer gerne zurückkehren, wenn Sie wieder mal in die Slowakei kommen. Budete u nás vždy vítani. Prajem vám všetkým príjemné kultúrne i spoločenské vyžitie. Sie werden nämlich immer willkommen bei uns sein und deshalb möchte ich Ihnen einen aufgenehmen Aufenthalt hier unter uns, viele kulturelle und auch persönliche Erlebnisse. Vážení prítomní, aj v histórii takej významnej pamiatky, ako je Kalvária v Nitrianskom Bravne, nie je bežné, ba povedal by som, je to výnimočné, že o nej vychádza kniha. Som rád, že vám môžem dnes pri príležitosti 80. výročia posvetenia Bravňanskej Kalvárie predstaviť knižku, ktorá mapuje jej históriu. Auch in der Geschichte eines so großen, bedeutenden Denkmales, wie unser Kalvarienberg von Deutsch-Brauner sicherlich ist, ist es nicht üblich, ich würde sogar sagen, es ist sehr selten, dass ein Buch über das Denkmal geschrieben wird. Ich bin sehr froh und stolz, dass ich heute, anlässlich des 80. Jubiläums der Einweihung des Kalvarienberges, Ihnen ein Buch vorstellen darf, in dem die Geschichte des Kalvarienberges zusammengefasst wird. Kniha, ktorá sa vám dostáva do rúk, je veľmi stará a súčasne úplne nová. Ide o dokument o Kalvárii v Nitrianskom Bravne, ktorá v roku 2014, ako sme povedali, píše svoju 80-ročnú históriu. Das Buch, das ich jetzt Ihnen vorstellen möchte, ist sehr seltsam. Es ist neu, aber auch sehr alt zugleich. Es geht um ein Buch, das die Geschichte des Kalvarienberges zu Deutsch-Brauen, der in diesem Jahr sein 80. Jubiläumsschreibt, markiert. Zdrojom pre zostavenie tejto publikácie sú dve úhle knižky Štefana Matiasa Richtera z roku 1935 a 42, ktorých podrobne opisuje zrod myšlienky a výstavbu Kalvárie. Also, die Quelle für das heutige Buch sind eigentlich zwei Hefte von Stefan Matthias Richter, einem gebürtigen Brauner, die aus den Jahren 1935 und 1942 stammen. Er beschreibt da die Entstehungsgeschichte des Kalvarienberges und auch den Bau. Keďže tieto pramene sú bežnému čitateľovi a návštevníkovi takmer nedostupné, alebo dostupné len v malej miere, a sú napísané v nemeckom jazyku, pristupujeme k ich prekladu do slovenského jazyka a publikácia vychádza dvojjazyčne. Und da es sich alte Quellen handelt, die den heutigen Lesern und Besuchern nur schwer zugänglich sind und die auch in der deutschen Sprache verfasst sind, haben wir das, die Originale auch in die slowakische Sprache übersetzt und deshalb ist das Buch zweisprachig erschienen. Faktografické údaje a informácie z pôvodných dielov sú doplnené o udalosti, ktoré priamo súvisia so stavebnými obnovami v roku 1994 a 2014. Die Informationen aus den alten Büchern sind um Ereignisse und Informationen über die Renovierung in diesem Jahrhundert und im vorigen Jahrhundert ergänzt. Und zwar, es geht um Informationen über das Jahr 1994 und über das jetzige Jahr. Dovolte mi, aby som poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli tejto publikácii. Ale hlavne vám chcem predstaviť ľudí, ktorí stali priamo pri jej zrode.
Gestatten Sie mir also, mich bei allen zu bedanken, die bei der Entstehung des Buches ihre Hilfe geleistet haben. Vor allem möchte ich Ihnen diejenigen vorstellen, die sich direkt an der Entstehung des Buches beteiligt haben. Okrem pôvodného textu sme publikáciu doplnili o informácie z rokov 1994 a 2014. Tieto záverečné kapitoly vytvorili inžinier Ignác Volkober a magister Andrej Richter. Also, außer den ursprünglichen Texten haben wir unser Buch auch mit Informationen über die Jahre 1994 und 2014 ergänzt. Die Schlusskapitel wurden von Ignác Volkober, unserem Landsmann aus Deutschland, und von Andrej Richter geschrieben. Inžinier Ignác Volkober zo zdravotných dôvodov nemôže byť prítomný, ale nahrávam mu film a preto ho chcem zvlášť pozdraviť. Vyjadruje potešenie, že sa tá knižka podarila. Also, Herr Ignác Volkober kann aus gesundheitlichen Gründen leider nicht unter uns sein, aber es wird für ihn ein Film gedreht und deshalb möchte ihn André ganz besonders herzlich grüßen und seine Freude ausdrücken, dass das Buch sehr gelungen ist. Pôvodný nemecký text do slovenčiny preložila magisterka Magdalena Richterová. Also, den ursprünglichen deutschen Text wurde von Frau Magister Magdalena Richterová aus dem Deutschen ins Slowakische übersetzt. Pôvodný text prepísala a zároveň preložila do slovenčiny a do nemčiny nové časti magisterka Alexandra Šuňanová. Grafického dizajnu sa bravúrne zhostil inžinier Ivan Kapolský, ktorý zabezpečil aj výrobu publikácie a jej transport. Das grafische von dem Buch angeht, das wurde sehr hoch und qualifiziert von Herrn Diplom-Ingenieur Ivan Kapolský gemacht, das für uns auch die Herausgabe und Transport des Buches zusammenstellen. Vážení priatelia, milí rodáci, dúfame, že sa vám knižka o Kalvárii bude páčiť a že nájde svojich čitateľov nie len na Slovensku, ale v celom svete. Geehrte Gäste, liebe Landsleute, wir hoffen, Sie werden an dem Buch über Kalvarienberg gefallen finden und das Buch wird in Hände von vielen Lesern nicht nur in der Slowakei, aber auch in Deutschland. Vážení prítomní, dovolte mi, aby som o niekoľko slov ako vydavateľa pozval správcu Farského úradu v Nitrianskom Pravne pána farára Pavla Michalovíča. Je to skoro 90 rokov, čo vznikla myšlienka pripomenúť si storočnicu veľkého požiaru, ktorý postihol túto obec. Mittlerweile sind fast 90 Jahre vergangen, als man zuerst zu der Idee kam, das 100. Jubiläum von dem großen, sich an das 100. Jubiläum von dem großen Brand, der fast das ganze Städtchen vernichtete, zu erinnern. Ľudia si zvolili ako formu pripomienky výstavbu Kalvárie. Und die Leute haben als eine Form der Erinnerung den Bau eines Kalvarienberges gewählt. Spojili, alebo vybrali si teda myšlienku, že Pán Boh je s nami aj v našich krížoch. Sie haben sich also für den Gedanken entschieden, dass der liebe Gott uns immer beisteht, auch in unseren schlechten und schlimmen Zeiten. A že kríž nie je to posledné, ale cez kríž sa ide po zmrtvých staniu k víťazstvu. Um das Kreuz sei nicht das letzte, doch der Weg und Mittel, wie man zu
zur Auferstehung und zum Sieg gelangt. Bolo vidno, že tí ľudia vtedy spájali život i vieru. Man kann daran sehen, dass die Leute von damals den Glauben mit dem Leben verbunden haben. A myslím, že našou úlohou a naša kalvária nám to má pripomínať, aby to bolo tak aj dnes. Und deshalb bin ich der Meinung, dass wir auch in der heutigen Zeit heutzutage dasselbe tun sollen. Und der Kalvarientag soll es uns daran erinnern. Aby nám kráčanie po krížovej ceste Pána Ježiša pomáhalo v našich krížoch. Dass wenn wir den Kreuzweg von unserem Herrn Jesus Christus begehen, auch unserem Kreuzweg hilft, uns hilft die Kreuze zu tragen. Dávalo nám vždy novú nádej. Und uns immer eine neue Hoffnung gibt. Preto si myslím, že tá kniha je aktuálna i len ako spomienka na to, čo sa stalo pred 80 rokmi. Deshalb finde ich, dass das heutige Buch nicht nur eine Erinnerung an die Geschehnisse von fast 80 oder von 80 Jahren ist. Ale pomôže nám pomôcť, aby si tá kalvária zachovala svoj správny zmysel aj dnes. Aber es hilft uns gleichzeitig, den richtigen Sinn von der Kalvarie zu haben und zu behalten. Tiež by som chcel takisto poďakovať tým, ktorí sa pričinili. Takým hlavným hýbateľom, čo treba povedať, bol Andrej Richter. Also, gleichzeitig möchte mich auch bei allen, die da zur Entstehung des Buches beigetragen haben, richtig bedanken. Der Autor der Idee war Andrej Richter. Ktorý stále chodil za mnou a vždy ma tak posúval a vždy povedal, čo treba ešte urobiť, na čo treba ešte zahniť, treba ísť a podobne. Der mich sehr oft besucht hatte und mich daran erinnerte, was noch getan werden sollte oder wenn man versuchen werden, wenn man versuchen sollte. Und auch den Damen, die sich mit der Sprache beschäftigt hatten, damit das auch nicht von uns verstehen, die kein Deutsch sprechen. A Kartikovi skutočne poďakovali za tú vizuálnu stránku, lebo... Und unserem Grafiker vielen Dank für die visuelle Seite des Buches. Preto to nás spravil taký pekný kalendár pre 80 ročníci. Der auch voriges Jahr einen Kalender zum jubiläum des Kalenders. Ktorý mal veľký úspech, ja si myslím, že mal veľký úspech aj kvôli tomu, že bol pekný. Der Kalender kam bei Ihnen besonders gut an und ich glaube auch deswegen, dass die Bilder besonders schön sind. Takže ja teraz by som vám mohol, vy čo ste sa podierali, dať vám na pamiatku a darček ku knihe. Also jetzt möchte ich Ihnen, die sich an der Entstehung des Buches beteiligt haben, ein Exemplar als ein kleines Dankeschön überreichen. A vás ostatných pozbudiť, aby ste pomohli, že by sa čím viac to rozšírilo, lebo takto... Und die anderen möchte ich bitten, dass sie sich daran beteiligen, dass das Buch in möglichst viele Hände gelangt. Lebo poviem vám tak jednoducho, z toho zaplatíme tú opravu, čo sme robili. Weil von dem Erlös vom Verkauf die Renovierung deshalb jetzt. Chcem vás upozorniť.
auch ein Film auf der DVD erhältlich sein wird. Prezentácii, ktorej sa budeme venovať zajtra vo Farskom kostole, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Das in morgen in der Pfarrkirche vorgestellt wird, aber darüber werden wir noch später. Vážení prítomní, dovolte mi teraz, aby sme o niekoľko slov požiadali za rodákov prostredného pána farára Johana Počnera. Und jetzt, liebe Landleute, möchte ich um eine kurze Ansprache unseren Landsmann Johann Počner bitten. Liebe slowakischen und karpatendeutschen Landsleute. Bereits vor zwei Jahren waren wir ja auch hier in Litvianske Pravno, um das deutschgebundene Heimattreffen hier in der alten Heimat abhalten zu lassen. V Nitrianskom Pravne, asi si to mnohom pamätáte, sme boli aj pred dvomi rokmi, keď sa pokonalo stretnutie rodákov Starej Hlavky. Bei dieser Gelegenheit wurde ja die Kriegskönigstatue auf dem Ring neu eingeweiht und anschließend, also dann am nächsten Tag, war dann das Kulturprogramm hier am Amphitheater und am Sonntag sind wir dann also in Prozession zum Karl-Weinberg gegangen und haben dort miteinander die Eucharistie gefeiert. Pri tejto príležitosti sa konalo znovu posvetenie sochy Krista Krála na námestí. Na druhý deň bol kultúrny program v amfiteátri a v nedeľu znovu to v procesie vyšlo na Kalváriu, kde sme spoločne slavili Eucharistiu. Bereits damals wurden wir also für dieses heutige oder hiesige Heimattreffen hierher nach dem Janske Pravno eingeladen, wofür wir uns ganz herzlich bedanken möchten. Auch vtedy sme dostali pozvanie na terajšie stretnutie rodákov, ktoré sa konalo tu v Janskom Pravne, a za toto pozvanie by som sa chcel naozaj veľmi poďakovať. Wir ehemaligen Bewohner von Deutschgroben sind froh, dass wir eingeladen worden sind und dass wir also an diesen Feierlichkeiten heute Morgen und übermorgen teilnehmen dürfen. My, bývalí obyvatelia Nitrianskeho Pravna, sme veľmi šťastní, že sme dostali pozvanie a smieme sa zúčastniť na slávnosti dnes, ale aj zajtra a nedeľu. Besonders meine Schwester Erika und auch ich sind natürlich stolz, dass wir bei diesem diesjährigen Heimattreffen hier in Nitrianske Pravno sein können, denn unser Vater Johann Kotschner hat ja an der Entstehung des Karl-Weinbergers mitgewirkt. Er hat ja praktisch den zweiten Bauabschnitt des Karl-Weinbergers damals als Baumeister und Bauunternehmer entsprechend durchgeführt. No a ja, a moja sestra, pani Erika Wagner, sme veľmi šťastní a vyšli, že tu môžeme byť dnes s vami, pretože možno viete, že náš otec Johann Kotschner sa Ich freue mich, dass Maria Palesch, die Ehefrau von Ignaz Kohlgruber, stellvertretend für ihn heute unter uns ist, dass sie auch morgen und übermorgen mit ihren Gästen, die ja in Glasau zu Gast sind, dann hier in Nitrianske Pravno zu Gast sein werden. A som tiež rád, že medzi nami môže byť aj pani Maria Páleš, manželka Ignáca Volkobera, ktorá je s ďalšími rodákmi ubytovaná v Sklenom, ale zajtra aj v nedeľu sa s nami zúčastní na oslave Kalvárie. Wir bedauern sehr, dass Ignaz nicht an diesem Heimattreffen heute teilnehmen kann, genauso wenig Lassi Kotschner, der auch im Krankenhaus ist. Und Sie wissen, viele andere, die vielleicht noch älter sind als ich, die also genauso schwer belastet sind und also nicht an diesem Heimattreffen teilnehmen können. Je nám ľúto, že Ignác nemôže byť medzi nami osobne, takisto ako pán Ladislav Kočner, ktorý je tiež v nemocnici a spomeniem aj ostatných rodákov, ktorí teda nemôžete,
danke dich ganz herzlich, dass ich dieses neue Buch von dir, lieber Mitbruder, überreicht bekommen habe. Ich kenne nur die ehemaligen Schriften, die zwei Hefte, und die habe ich sehr genau studiert, weil ich mich also auch mit der Geschichte des Karl Wallenbergs beschäftigt habe. Also, warum ich das so noch was kann feiern, dass da zurückgegeben wird, weil ja, wo sind dann immer die Krone, ich werde jetzt also nicht nur an diesen Tagen dieses Buch genau studieren, sondern auch genauso auch es mit nach Hause, nach Deutschland mitnehmen und es an meine Geschwister und Nichten und Neffen genauso gerne weiterschicken. No a túto knihu budem čítať nielen ja osobne, ale exempláre, ale nech teda vytlačiť si doberiem do sebou aj do Nemecka, kde ich rozdám v rámci rodiny, svojim deteriam a synovcom a potom tiež vedem. Danke mich bei meiner Dolmetscherin, liebe Jana, und wünsche uns allen noch schöne Tage und schöne Stunden hier in unserer alten Heimat. No a na záver by som sa chcel poďakovať ešte aj za pomočenie a všetkým opäť príjemné dni a hodiny. Vážení hostia, milí priatelia. Dovolte mi využiť túto slávnostnú chvíľu, aby som aspoň takto na diaľku, možno ako moji predrečníci, pozdravil môjho priateľa a nášho rodáka Ignáca Holubera. Geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, gestatten Sie mir, diesen Festakt zu nutzen, um das Wort zu übernehmen, um unseren Landsmann und meinen Freund Ignaz Volkova willkommen zu begrüßen. Tento človek sa celý svoj život po odchode z rodnej obce snažil o nadviazanie a rozvoj spolupráce medzi našou obcou a rodákmi žijúcimi v zahraničí. Spoluorganizoval pravidelné stretnutia rodákov a významne sa podielal na organizovanie finančných zbierok určených na obnovu kultúrnych pamiatok v obci. Ich werde daran erinnern, oder ich möchte daran erinnern, er habe die Heimattreffen organisiert und auch an der Veranstaltung und Organisierung von Geldsammlungen mitgewirkt. Und Sie wissen alle sicherlich, dass der Erlös von diesen Geldsammlungen für die Renovierung und für die Renovierung von den Baudenkmälern in der Gemeinde dnes nemôže byť tu medzi nami, lebo jeho zdravotný stav mu to neumožňuje, ale my sme na neho nezabudli. A na návrh pána doktora Elišera mu bolo zastupiteľstvom udelené čestné občianstvo našej obce. Auf die Idee von Dr. Elischer hat ihm die Gemeindeverwaltung die Ehrenbürgerschaft von Deutschland erteilt. Ich möchte mir das Dekret des Obdienstes prostredníctvom jeho manželky, pani Marie Pálež. Und da unter uns seine Ehefrau, Frau Maria Pálež, ist, möchte ich ihr Urkunde überreichen. Ich möchte zum Schluss
möchte Sie zum Schluss über die Veranstaltungen informieren, die Sie in den kommenden Stunden und Tagen auch mit Ihren Verwandten besuchen können. Zajtra, v sobotu 13. septembra, začne o 14. hodine program Dome stretávania. Budú predstavené aktivity členov Karpato-Nemeckého spolku s následovým programom pred alebo v Dome stretávania. Morgen um 14 Uhr, also 2 Uhr nachmittags, beginnt die Begrüßung im Haus der Bewegung, das ist hier am Marktplatz, am Ring. Es werden die Aktivitäten von dem Karpatendeutschen Verein der Ortsgruppe Deutsch Frauen vorgestellt und Sie können entweder das Museum im Erdgeschoss besuchen oder haben die Handarbeitsausstellung im Obergeschoss. O 16. hodine vás srdečne pozývame na slávnostný koncert duchovnej hudby do Farského kostola v Nitrianskom Pravne, kde sa nám ako interpreti predstavia pedagógovia a profesori zo Žilinského konzervatória. Um 16 Uhr, also um 4 Uhr, möchte ich Sie dann in die Kirche, in die Pfarrkirche einladen, wo ein Festkonzert der geistlichen Musik stattfindet. Und da werden die Vertreter des Konservatoriums von Žilina auftreten, also die Professoren und die Pädagogen, die da wirken. Po následnej večeri vás o 19. hodine pozývame opäť do Farského kostola na prezentáciu filmu História Pravňanskej Kalvárie. Und nach dem Abendessen möchte ich Sie dann wieder um 19 Uhr, also um 7 Uhr, wieder in die Pfarrkirche bitten und einladen, wo der Film Geschichte des Kalvarienberges durch Proben vorgestellt wird. Nedeľu 14. septembra sa uskutoční procesia na Kalváriu s nasledujúcou krížovou cestou a o 10.30 slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať za prítomnosti domácich rodákov, kňazov a kňazov pôsobiacich v tejto farnosti v minulosti, Banskobystrický sídelný biskup Monsignor Marian Chovanec. Und am Sonntag wird dann die Prozession zum Kalvarienberg gehen mit dem anschließenden Kreuzweggebet. Wo dann auf dem, bei der offenen Kirche um 10:30 der Festgottesdienst gefeiert wird, der unser Weihbischof von Neusorg, Monsignor Marian Chovanec, wie auch die Priester, die aus Deutsch-Proben entweder stammen oder die hier vorher gewirkt haben, zelebrieren werden. Po obede, o 14. hodine, sa budeme na vás tešiť pri pohostení s kávou a koláčom. Und nachmittags, nach dem Mittagessen, freuen wir uns auf Sie von der Pfarrkirche bei einer kleinen Erfrischung mit heimatlichen Kuchen und mit Kaffee. Buď pred Farským kostolom alebo vnútri za učinom. Also es hängt vom Wetter ab, was ist das bedingt, also entweder von der Pfarrkirche oder im Pfarramt. Oder im Hotel. Vážení prítomní, scénar dnešného podujatia sme naplnili. Tešíme sa, že ste svojou prítomnosťou podporili túto akciu a dovolím si ešte takú malú technickú poznámku po skončení podujatia. Hostia, ktorí majú objednané večere, nech sa páči dole do zasadačky obecného úradu, kde je pripravené občerstvenie a večera. Also, liebe Gäste, liebe Gäste, wir sind jetzt zum Ende des heutigen Programms oder der heutigen Veranstaltung gelangt. Und wir möchten noch kurz von der organisatorisch darauf hinweisen, dass diejenigen von Ihnen, die die Karten für das Abendessen gekauft haben, sich bitte ins Erdgeschoss begeben sollen, wo das Abendessen stattfindet. Dovolte mi, aby som teda odbrojil predaj tejto knižky o Kalvárii. A dnes sa bude knižka postupne predávať, ako teda budete chcieť. Nesmieme zabudnúť, že súčasťou prijatia na obecnom úrade je aj zápis do kroniky obce, kde svojím podpisom vlastne potvrdíte účasť na tomto podujatí a svoju podporu Nitrianskému pravu. Und somit wird auch der Verkauf des Buches eröffnet und ich möchte Sie noch darum bitten, sich in die Kronik der Gemeinde einzutragen, wo Sie mit Ihrer Unterschrift Ja by som chcel ešte na doplnenie povedať, máte možnosť si zakúpiť aj magnetky, ktoré boli vydané pri príležitosti 80. výročia posvetenia Kalvárie. Und Herr Bürgermeister, môžete noch veľa, nám das mať, nicht nur das Buch,
kaufen kann, aber auch die kleinen Schuhmagneten. Die haben das Licht des 80 Millionen der Anwaltung des Kavaliers.